Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario, die Legende vom Äontor. Im letzten Part waren wir beim großen Baum, dürfen aber noch nicht rein. Aber wir sollen hier mal zu der großen... Wie hieß das, Wolken? Ich hab's vergessen. Madame Erona oder Aerona, wie auch immer. Niemand weiß es nicht. Naja gut, dann schauen wir auf jeden Fall mal. Also ich habe gesehen, in dem Trailer hat der Sprecher das... Erona ausgesprochen, aber ich finde Aerona ja, das geht, kann man halt beides machen. Wie nennst du es denn bei Pokémon? Aeroas oder Aeroas? Ja, oder Aerosol. Ja, ah, ist ja auch egal. Dann. Ich finde, man macht das mit AE, deswegen habe ich es auch so gemacht. Madame Aero. Jetzt hast du es kaputt gemacht hier. Vor allem, warum ist hier gar keine Musik? Das finde ich ein bisschen doof, aber egal. Madame Aerona, sind Sie zu Hause? Verschwindet, niemand betritt diesen Raum. Warte mal, Aerona, sind Sie da drin? Moment mal, das hört sich ja an wie... Das ist doch Bubulio, oder? Schön, dass du wieder da bist. Kann ich irgendwas für dich tun? Nee, also, da war tatsächlich etwas, wobei Sie uns helfen könnten. Wir kommen nicht in den großen Baum herein. Der Eingang ist versperrt. Deshalb kann ich nicht zu meinen Freunden. Und Mario findet sein Sternjuwel nicht. Ob sie uns wohl helfen könnten, den geheimen Eingang zu finden? Hm, tatsächlich. Deshalb seid ihr etwa hergekommen. Extra. Ich würde euch ja gerne helfen, mein Kleiner. Aber wisst ihr, ich stecke in meinem fürchterlichen Dilemma. Auf keinen Fall werde ich dieses Zimmer verlassen. Was fehlt Ihnen denn? Ohne mein kostbares Collier verlasse ich niemals das Haus. Und ich fürchte, ich habe es irgendwo draußen verloren. Ohne dieses Collier würde ich mich niemals vor die Tür wagen. Meine Schönheit bleibt unvollkommen, wenn ich es nicht trage. Na, das scheint ein ganz schön kostbares Stück zu sein. Mein Collier? Also, irgendwo war doch gerade die Rede von dem Collier, oder? Ah. Wisst ihr wirklich etwas über mein Collier? Ah, ich flehe euch an, sucht es für mich und bringt es mir zurück. Na, wenn ihr das tut, bin ich mit Freude bereit, euch zu helfen. Keine Sorge, Madame Aerona. Mario macht das mit links. Oder, Mario? Ja, ja. Das machen wir. Also dann, lasst uns sofort losgehen, um das Collier zu suchen. Oh danke, es gibt da also doch noch galante Männer. Ich hätte ganz vergessen, dass er das verloren hat. Und das... Na gut. Dann zurück, wir wissen ja, wo die waren. Und... Das kann doch nicht wahr sein, Brunhilda. Erst beschuldigst du mich und dann ziehst du die Zeichnung doch selbst. Ach, sei doch still und mach nicht aus jeder mit keinen Elefanten. Na, schau wir uns lieber die Zeichnung an. Und jetzt merken sie, Verdammt, das hofft der Kerl mit dem Schnauze voll vor ihnen. Ja, dann wollte ich doch. Das ist doch jedenfalls Barbara, das ist alles deine Schuld. Und dafür sollst du noch büßen. Wie bitte, du hast doch... Schweig, keine Widerrede mehr. Die mit dem gelben Hut erinnert mich ein bisschen an Mr. Four, weil die immer so langsam ist und nicht zu Wort kommt. Du bist... Eigentlich wollte ich dir das Collier zurückgeben, aber so nicht. Und jetzt lasst euch gefälligst was einfallen, wie wir dieses Ario finden. Also... Ach, dann schauen wir mal. Gehen wir mal zurück. Aber das ist doch eindeutig Spargel hier vorne, oder? Diese Spitzen und so, das ist... Naja... Und dann diese Dinger, die da so sind, die habe ich immer abgeschält vom Spargel, weil ich mag ja keinen Spargel, aber meine Eltern waren den. Gut, jetzt heilen wir uns erstmal. Das ist nötig, ne? Na,
Na gut, ja, du kannst schon mal Gumbrino rausholen, weil... Ach, egal, wir haben ja den Orden an. Ja, ich weiß immer noch nicht, ob das so eine gute Idee war. Doch, so doch, viel anderes passt. Dafür wegzumachen. Ja, wie gesagt, wir haben bald wieder mehr BP und so, nächstes Level Up und so und Dinge. Schauen wir mal. Wir kriegen das hin, das ist, glaube ich, wirklich eine gute Möglichkeit. So. Ist die Frage, kaufen wir jetzt hier noch was für den Kampf? Unsere Items sind voll. Ja. Wir lassen das so, das kriegen wir hin. Ja, das ist wahr, dann setzen wir vielleicht was ein im Kampf. Hallo. Die können wir doch kämpfen noch vorher, oder? Die waren ja nicht so nervig. Oha. Ja, Kupio und fertig, oder? Ja, die Frage ist, wollen wir jetzt mal Blütenpunkte verbrauchen, aber ich glaube schon, dass es Sinn macht. Also, ich meine, die sind nicht direkt alle tot, aber fast. Ja, dann können wir halt gleich einen Sirup verwenden, dann haben wir wenigstens Item schon mal weniger. Na? Schön haben wir ja nicht. Wir haben den noch gar nicht. Ja. Ja, in der nächsten Runde hast du die Episodes. Wir brauchen jetzt keine Sachen mehr. Also ich fand immer noch im letzten Party-Moment am besten, wo ich predicted habe, dass wir doppelte Sternpunkte bekommen. Das ist einfach lächerlich, Mann. Das ist ein Short wert, würde ich mal behaupten. Ja, dann mach. Du musst nur gucken, dass das nicht rauskommt, bevor das Video rauskommt. Ja, okay. Das ist so schnell wie jetzt. Aber ich muss mal gucken, das war glaube der 13. Das war der letzte, oder? Wahrscheinlich, ja. Also der 13. ist der letzte, aber ich weiß nicht, ob es in dem war. Das meine ich jetzt. Aller Geld. Und die nächsten besiegen. Sieht man, wo die rauskommen? Na, nicht so ganz. Ach nee. Egal, es kann Kupio ja auch umgehen. Mach sie kaputt! Das Unkraut! So. Ich muss leider sagen, Mutant Tyrannia wollte in diesem Spiel nicht vorkommen. Es ist traurig, übrigens. Ja, dafür gibt es hier viele andere coole. Ja, also das ist ja das Ding. Bowser ist ja hier offensichtlich nicht der Hauptbösewicht. Ach, jetzt hat es wieder verkehrt. Hä? Irgendwas, das wurde verdeckt, irgendwas Blaues war das. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas Böses war, ist egal. So, wollen wir jetzt einen Sirup einsetzen? Ja. Machen wir gleich. Das war doch mit 5, oder? Ich glaube 5, deswegen habe ich extra nochmal das andere auch noch eingesetzt, ja. Tada. Ja, warte, die Mysterium könnten wir mal einsetzen. Ja, ja, ja. Schäfchen, Feuerblume und so. Die Frage ist, ob man das direkt einsetzt, weil wenn das etwas ist, was dafür sorgt, dass man, keine Ahnung, sich heilt, dann ist es natürlich auch am Anfang nicht so hilfreich. Flucht! Das sind mir zu viele, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Er hat mal ein paar mehr Kämpfe gemacht, hat mir jetzt schon Level Up, aber ja, das kriegen wir spätestens nach dem Kampf mit denen. Oh nein! Na egal, wir können ja eh tauschen. Na, das ist doch auf der Zeichnung seine Intelligenz aus in seinem Schnauzer. Na, dann läuft uns dieser arme Trottel direkt in die Arme. Ihr hattet doch vorhin dieses Collier. Sie bitte? Wer ist hier wem in die Arme gelaufen? Was sagt ihr da? Ich hab da nichts gegen euch persönlich, versteht da nichts falsch. Aber dass ihr hinter den Sternen her seid, gefällt mir überhaupt gar nicht. Dann muss ich euch leider aus dem Weg räumen und mir diese Karte schnappen. Wie kommt es denn, diese Karte und über die Sterne, wenn du überhaupt Bescheid wisst? Ihr werdet doch nicht etwa die Prinzessin. Wer seid ihr überhaupt?
Nur hier ist er, den ihr unbedingt wissen wollt. Man kennt uns als Schotten. Ladies. Hey, warte. Hä? Nein. Ich bin anders genannt. Schattentrio. Schattenladies. Barbara, du dummes Stück, was schwafelst du da? Schattentrio. Ladies, das klingt doch lächerlich. Wie oft soll ich danach sagen? Oh, verzeih mir, Brunhilde, das ist mir so rausgerutscht. Rausgerutscht oder nicht, dafür bekommst du noch eine angemessene Bestrafung. Ey, das ist ja fast wie die Eltern von den Kindern, die ich betreue. Brunhilde. Aber zuerst müssen wir diesen Mario erledigen. Also auf ihn, Roberta, Barbara. All diesen Tag und die Begegnung mit dem Schattentrio soll er sich noch lange... Soll er noch lange denken. Na gut, das geht doch. Na gut, ja. Andere Musik. Ja, die Musik, ja. Pech für dich, uns als Gegner zu haben. Roberta, Barbara, zeig mir, was eine Hake ist. Bin bereit. Verstanden, Brunhilde. Wie die Zipfel von denen so hin und her gehen. Okay, direkt. Gumbriner. Wen scannen wir zuerst? Von vorne nach hinten. Das ist Barbara. Sie ist das jüngste Mitglied des Schattentrios. Maximale KP 10, Angriffskraft 1, Verteidigung 0, sonst keine Besonderheiten. Aber hübsch ist sie ja schon, oder? Das hätte ich jetzt auch einfach so als Kommentar sagen können, glaube ich. Findest du eigentlich, dass sie hübscher ist als ich? Schon. Ja. Oha, ich glaube, ich bin ein bisschen eifersüchtig. Sehr gut. Ja, du bist halt ein Goomba. Goombas sind per se jetzt nicht so mein Typ. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Oh, also einfach gehauen hat sie dich. Oh, Klatscher. Oh, was mit Eis? Anscheinend. So, jetzt hier die gute goldene Mitte. Robert. Robert! Das ist Roberta. Sie gehört zum Schattentrio und ist Brunhildas Schwester. Maximale KP 12, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Sie können sich aufpumpen. Sie ist die stärkste im Trio. Vielleicht solltest du sie als erstes fertig machen. Nee. Wir können eh gleich mal diese Stärkkraft nochmal einsetzen. Ja, oder notfalls. Oder notfalls die Heilerdocke. Abgesehen davon hat sie anscheinend keine weiteren Besonderheiten. Aber, ja, ich würde erstmal. Oh, das geht. Ja. Na, ein kleines bisschen warten wir noch dann. Ja, ich wollte nochmal angreifen. Oder? Ich weiß nicht, ob das bei Bossgegnern geht. Werden wir sehen. Als ob sie als einziges einschläft. Sehr gut. Wenn, dann hätte ich es anders eingeschätzt. Alter, plus 2 Angriff. Eieiei. Durch Charge. Ich glaube, es gibt auch einen Orden, der sowas ähnliches bewirkt. So, jetzt aber erstmal Brunhilde. Das ist Brunhilde. Sie ist die älteste im gefürchteten Schattentrio. Maximale KP 9, Angriffskraft 1, Verteidigung 0, Eisattacken haben Stärke 2. Die Zauber vergrößert unsere Gegner oder lässt uns selbst schrumpfen. Ich finde besonders ihr verschlagenes Lachen abstoßen. Mit so einer möchte ich wirklich nichts zu tun haben. So, und jetzt geht's ab. Maxi-Bebel. Ja, schauen wir mal. Ich dachte, Gott, ich hab schon das erste verkackt. Musst du mal gucken, wenn es am Anfang direkt das A kommt, ist fies. Ja.
Na, von wegen, er schafft sie wieder. Krepiert. Alter, wie. Einfach wie Kaugummi langgezogen. Was? Oh Mist. Oh nein, oh nein, oh nein! Wir müssen sie direkt. Wir müssen irgendwas tun. Sie kann auch ein Item einsetzen. Oder wir machen Kopier. Dann ist wenigstens eine schon mal schon. Niemand was. Sehr gut. So, was machen wir jetzt? 3. Wir müssen sie töten, sonst ist irgendwas. Reicht das? So eine Feuerblume wird auf jeden Fall reichen. Und das sollte auch reichen. Ich weiß es nicht. Oh! Ja, sehr gut. Oh nein! Ja, doch. Level up. Und ihr wisst genau, was wir will. Weil jetzt, wenn wir Ordenpunkte gewinnen, haben wir automatisch mit dem anderen Orden 5 BP mehr. Dumm. Schön alles aufgefüllt. Krass. Sehr guter Kampf, muss ich sagen. Ja, gut gelaufen. Wir haben dich wohl doch etwas unterschätzt. Ja, das reicht an Gedro, Berta und Barbara. Wir hätten ihn geschlagen, wenn ihr beiden blind gegen euch angestrengt hättet. Wie narzisstisch kann man denn sein? Macht euch auf eine züchtige Abreibung gefasst, alle beide. Aber das Collier. Das ist ihr. Oh. Das Lieblingshalskette von... Oh, Arunas Collier, wir sollten es ja sofort zurückbringen. So, jetzt aber. Jetzt gönnen wir einen neuen Orden. Wo ist er? BP Plus. Ja, na gut, so viel mehr können wir da nicht mehr anlegen. Gar nichts mehr, um genau zu sein. Ja, ist vollkommen in Ordnung, finde ich. Ach, jetzt haben wir jetzt. Weil wir den Orden angelegt haben, ist es jetzt 10 von 15. Jetzt haben wir wieder weniger. Was ist das denn? Das ist nicht fair. Was? 10 von 15? Na guck mal, wir hatten ja eben Level Up. Achso, wir haben, alle achso, ja. Aber weil wir jetzt nur 10 hatten und jetzt auf 15 erhöht haben, ist das nicht automatisch mitgegangen. Ja, ach. Das passt schon. Aber wenn du gleich zurückgehst, musst du wirklich bei dem Händler mal gucken, weil ich glaube, es kann sein, dass der jetzt andere Sachen hat, weil ein anderer Tag ist. Ich weiß nicht. Das heißt, wenn man das Spiel an einem Tag durchspielt, dann hat er immer dasselbe. Ich weiß es nicht, ob das Ich denke nicht, dass danach das in Systemzeit geht. Aber das mit dem Lotto auf jeden Fall. Diese Lottozahlen, die kannst du, glaube ich, jeden Tag neu gucken. Ich glaube nicht, dass du da nur 3 Chancen hast. 3 oder so viele Chancen, wie das Spielkapitel hat. Glaube ich irgendwie nicht. So, aber jetzt kriegen wir einen neuen Partner. Besser gesagt, Partnerin. Wir haben dein Collier, los geht's. Collier, oh, wo ist denn mein Collier? Würde ich es lieber wiedersehen. Oh, ihr habt mein Collier wirklich gefunden. Oh, ich kann euch gar nicht sagen, wie glücklich ich bin. Aber es ist mir zu peinlich, euch ohne dieses Collier unter die Augen zu treten. Bitte legt das Collier vor die Tür und wartet einen Moment. Einfach eingeschoben. Oder bist du ja wieder mein teuerstes, schönstes, liebstes Collier? Ja, das geht jetzt ab. Eieiei. Und du musst Mario sein, der Retter meines Karriere. Doch, was für freie Wege dahin. Wie kann ich dir nur jemals danken?
Oh, lass mich dich in meine Arme schließen. Ist sie eigentlich sowas wie diese Wolke? Auch, sie haben ja gesagt Wolkengeist. Also ist sie so ein Status? Wahrscheinlich, ja. Würde ich schätzen. Interessant. Und dies ist das Zeichen meiner unendlichen Abkeit. Aber diese Gegner gibt es auch nur im Paper Mario. Ich glaube, die Wolke von Lakito zählt nicht dazu. Die hat zwar auch Augen, aber... Oh Gott, jetzt hat er einen roten Böppel da vorne drin. Oh, er geniert sich, wie süß. Aber du sagtest etwas von Sternjuwelen, nach denen ist es Mario. Sind sie etwa die gleichen, von denen in der Rolliger Legende die Rede ist? Nach schillernden Juwelen zu suchen, welch verlockendes Abenteuer. Oh, wie könnte ich in solcher Verlockung widerstehen? Und nicht zuletzt, dieser betörende Schnauz hat mir völlig den Kopf verdreht. Mario, oh? Ich bitte dich, Mario, nimm mich mit auf dein Abenteuer. Airona gehört zum Team. Airona hat folgende Fähigkeiten. Drücke X, um Airona lässt ihre Winde wehen, sodass verschiedene Dinge wegfliegen. Jan, erinnerst du dich an Papier... Ja, erinnerst du dich? Ja. No. Vor allem in den Katakomben. Ich weiß nicht, ob in der Burg von Logart auch sowas war. Treffen ihre Winde Gegner, so kann sie diesen für kurze Zeit schwindlig werden. Ich will zu X drücken, galten, damit sie schwindlig wird. Ah, das kann man in Overworld machen. Und dann kann man besser drauf springen. Ja, ja, weißt du jetzt, wie es macht? Gut. Im Kampf kann sie sich mit dem Body Slam auf einem Gegner werfen und mit dem Hurricane alle Gegner wegfegen. Aber ich find's auch cool, dass jetzt wirklich das Collier so da hat, wie es auch aussieht. Jo. Aber Mario, du bist ja ein echter ein echter Herzensbrecher. Mit der Mayrona ist sonst nicht so leicht zu beeindrucken. Oh, was für ein Glück, dass sie mit uns kommt. Also auf zum großen Baum. Mit der Mayronas Hilfe werden wir den geheimen Eingang mit Leichtigkeit finden. Aber guck mal, ob du durch die Tür gehen kannst da nochmal. In der Tat. Superstar P. Mehr Sternenergie in der Scheunenlage eines Partners. Ja, das ist nicht nötig. Aber guck mal, wie der Teppich aussieht. Das ist so richtig franzig, als wäre das so ausgeschnitten und so. Ganz cool. Gut, dann möchte ich sagen, das war's mit dieser Folge von Let's Play Paper Mario. Und der gerne von Leon Talk. Ist ja einiges passiert. Und in der nächsten Folge. Wir beenden an derselben Stelle, wo wir angefangen haben. Ja, ganz cool, oder? Da machen wir uns auf in den großen Baum und werden da mal, würde ich mal, die Lage abchecken und mal Rettung naht, würde ich behaupten. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.